wieder auf dieser wunderschönen Couch und es kommen heute zwei Folgen hintereinander mit Gequatsche, denn wir haben... Ja, was schaust du jetzt in deine Tasse? Ich würde sagen, der Kaffee ist noch nicht leer einfach. Also, ja, meiner auch nicht. und zwar haben wir gedacht, wenn wir schon mal so gemütlich beieinander hocken, gehen wir nochmal auf ein anderes Thema ein mit diversen Abschweifungen. Wahrscheinlich mit mehr Abschweifungen als Thema. Ja, aber so ist es nun mal, wenn man aus dem Nähkästchen plaudert. Ja. Also, grundsätzlich, wir wollten jetzt mal besprechen... One Piece. One Piece, warum endet One Piece denn so schnell? Oder beziehungsweise, warum soll One Piece... Ja, schnell ist falsch gesagt. One Piece soll enden, die Nachricht ist raus. Oda hat es geschrieben. Und du hast mich mit ein paar Facts versorgt, weil du da ein bisschen was gelesen hast. Also, Oda will das Ganze in 3 Jahren enden lassen. In 3, ja. Was aber immer noch nicht eigentlich so erwünscht ist natürlich von den Firmen, weil die so beliebt ist, die Serie... Das ist ja einfach verrückt, die läuft ja schon seit 20 Jahren. Die haben den One Piece Tower sogar gemacht in Japan. Oh, ja. Das sieht ja auch in dem Japan-Vlog. Ja, das stimmt, ja. und das ist halt einfach schlechthin, glaube ich, mittlerweile der beliebteste. Würde ich wirklich sagen, beliebter auch als Dragon Ball. Es ist beliebter als alles andere in Japan. Du hast es schon allein gesehen, wenn du in Japan warst und hast, bist durch die Figuren gegangen. Es kamen halt 10 Ausführungen von One Piece, während es halt ein paar... Dragon Ball, klar, gibt's immer. Ja. Es ist halt einfach gut, jetzt seit Super ist es wieder trendy. Aber halt, One Piece geht halt so durch die Decke. Ich meine, wenn ein scheiß Tokyo Tower eine extra paar Etagen für die macht. Also 3 Etagen nur für One Piece? Nein, eigentlich stimmt das. Das sind 4 Etagen, weil unten hast du ja noch die Etage mit dem Shop und dem Restaurant. Shop, ja, wo Sanjis Restaurant war und so, ja. Das war ganz geil. Ja, auf jeden Fall, der hat jetzt gesagt, der wird's beenden. Aber, ja, warum? Weil es halt... Ja, es hat schon mehrere Gründe. Erstens, die Beliebtheit an sich ist zwar schön und gut. Ja, ihm ist es zu berühmt, das muss man sich mal vorstellen. Ja, es ist zu berühmt mittlerweile. Und das Problem ist, er wollte die ganze Geschichte eigentlich nur auf 10 Jahre rausziehen. Dadurch, dass die Berühmtheit aber so groß ist, hat sich es jetzt schon 20 Jahre hingezogen. Und dadurch, dass er es quasi immer länger und länger machen wollte, hat er gerade mal knapp über die Hälfte der Story erzählt, die er erzählen wollte. Er hat auch gesagt, er müsste noch mindestens 10 Jahre lang, wenn er diese Geschwindigkeit beibehält, noch mindestens 10 Jahre lang die Geschichte weiterführen. Wie viele Folgen sind es jetzt gerade eigentlich? Ich glaube sowas um die 800 oder so. 800 Folgen, das musst du dir mal vorstellen. Ich weiß nicht beim Anime, aber beim Manga sind es 800, glaube ich, 60 oder 880 Chapter. Das heißt, über 860 Wochen lang kam der Manga. Mhm. Und das ist halt auch einer der Gründe, wenn du Mangas schreibst, hast keine Zeit, dich wirklich zu entspannen, weil du musst jede Woche eine, quasi einen Chapter rausbringen und das ist halt sehr anstrengend für solche Manga-Künstler. Das ist auch der Grund, warum er es endlich mal bald wenden will, weil er natürlich schon sehr ermüdet ist. Weil er hat vielleicht in den ganzen 860 Chapters vielleicht 2-3 Wochen sich mal wirklich freigenommen. Mhm. Mich hat es jetzt auch gewundert, es hat jetzt auch vorletzte Woche kein Chapter gegeben. So, nein, was passiert? Die Welt geht unter. Echt jetzt? Also ist dann im Shonen, läuft ja über den Shonen-Chapter im Normalfall. Und da ist einfach kein Kapitel rausgekommen dann. Krass. Es gibt ja immer wieder auch bei Shonen neue Mangas, die sie probieren zu etablieren. Achso, und da kommt so quasi eine Testfolge. Mhm. Und wenn sie gut ankommt bei den Zuschauern, weil die haben auch jedes Mal so quasi, die Zuschauer dürfen reinschreiben und abstimmen, was ihnen gefallen hat und nicht. Kann sein, dass zum Beispiel ein neuer Manga einfach da reinrutscht. Dann kann auch das schon einfach mal größer werden für die nächste Woche. Das ist also ein neuer Shonen-Champion. Okay, aber dann, kein Wunder, dass Leute erschlagen werden. Yeah. Wenn der Shonen-Jump immer dicker wird. Ihr seid schuld. Ja, aber gut. Ich denke jetzt, dass One Piece dann nicht rausfliegt deswegen, aber niemals. Aber okay, dann, ich meine, ich frage mich, was dann passiert, wenn du als Mangaka einfach nicht liefern kannst. Ich denke mal, das ist schon... Du bekommst halt im Endeffekt irgendwelche Strafen wahrscheinlich aufgebrummt. Denke ich auch. Und es gibt eigentlich, du kannst nicht liefern. Die Mentalität von den Japanern ist halt ganz anders. Ja. Wenn die liefern müssen, müssen die liefern, egal was es ist. Man muss ja auch bedenken, so ein Manga-Künstler arbeitet an so einem Chapter nicht allein. Ja, mindestens 3-4 Assistenten, mindestens. Comic Party, sehr guter Manga dazu. Ich glaube, es gibt auch ein Anime, oder? Jetzt mittlerweile. Es gab einen viel besseren Manga, mir fällt blöderweise gerade der Name nicht ein, von 2 Jungen, die entschieden haben, quasi... Mangaka zu werden. Ja, Mangaka zu werden. Habe ich auch schon mal gehört davon. Der war extrem cool. Mir fällt blöderweise gerade der Name nicht ein. Das müsste man mal wieder nachschauen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und der kam auch als Anime. Ah, okay. Weil das war auch eine relativ coole Geschichte dahinter. Im Endeffekt 2 Jugendliche, die total verschieden ist. Der eine ist halt eher so ein Nerd und der andere halt irgendwie voll der Schläger und Playboy und was weiß ich was. Und die befreunden sich nur, also der Schlägerboy geht eigentlich auf den anderen zu, weil er sagt,
hey, du magst auch Mangas zeichnen und sowas? Ich liebe das. Wollen wir nicht zusammen Mangakas werden? So. Oder ich hau dir die Fresse ein. Irgendwie so in der Art, ich beschütze dich auch vor den anderen. Die sind alle nicht böse, wenn ich dabei bin. Okay. Hört sich nach einem Deal. Also, ich kann weiter Mangas zeichnen, der wird mich zwar nerven, aber ich krieg nicht mehr auf die Fresse. So war es bei Oda sicherlich auch, mit seinem ganzen Team. Ja, und ja, warum, wenn er jetzt das beenden will, wahrscheinlich im Verlag, der Verlag hat ja wiederum gesagt, der Verlagschef, ja, das, nee, das stimmt nicht. Es gibt auch zwei Möglichkeiten für Mangas zu enden. Erstens, sie sind extrem schlecht. Ja, gut, ist jetzt bei One Piece nicht der Fall. Beziehungsweise halt, die müssen nicht mal schlecht sein als Manga selbst, sondern die, das Interesse von den Zuschauern muss halt im Endeffekt erlischen und die sagen, hey, wir wollen den Manga nicht mehr. Da kommen halt immer wieder Abstimmungen. Und das andere ist natürlich, wenn ein Manga-Künstler am Anfang einen Vertrag macht, kann er mit denen rausverhandeln, wenn der Manga sehr berühmt ist. Zum Beispiel, er sagt, ich habe eine feste Geschichte und ich will sie da enden lassen. Und dann bekommt er auch wirklich die Möglichkeit, zum Beispiel nach, sagen wir mal, 700 Chaptern, 500 Chaptern, wie sie vereinbart haben, das enden zu lassen. Wenn du aber einen offenen Vertrag eingehst, was die meisten machen, Leute, weil es auch gerne genommen wird im Vergleich von dem Verlag. Da willst du ja am Anfang, wenn du anfängst mit One Piece, hat er wahrscheinlich auch gedacht so, ja geil, ich bin im Shonen-Jump, ja, jetzt werde ich berühmt und dann, scheiße, ich bin berühmt. Ja, so, scheiße, ich bin schon seit 20 Jahren berühmt und eigentlich wollte ich mal irgendwann nach Europa reisen für ein paar Wochen. Ja, das, ich denke, das, ich weiß ja gar nicht, wie es mit dem Geld ausschaut, aber ich meine, da geht es wahrscheinlich nicht nur ums Geld, aber... Die verdienen schon nicht schlecht, so wie ich mitbekommen habe. Du musst aber bedenken, das Hauptthema, egal wie viel sie verdienen, die haben kein Geld, keine Zeit zum Ausgeben. Das ist halt das Problem und deswegen. Du musst aber bedenken, der arbeitet von früh bis spät an diesem Manga. Und es ist auch so bei denen, die haben eine eigene Wohnung, in der sie auch arbeiten. Und du musst bedenken, die Leute kommen früh zu dir, jeden Tag kommen 4, 5 Leute, die an deinem Manga mitarbeiten. Und das Problem ist, das sind auch normalerweise oft Part-Time-Jobs. Das heißt, er springt auch einfach einen an, weil er keinen Bock mehr hat. Dann musst du sofort jemanden neuen organisieren. Da muss man aber sagen, hilft der Verlag auch. Weil die haben quasi so Ersatzleute anstehen, die... Wie so Ersatzspieler beim Fußball, weißt du? Oft sind zum Beispiel auch diese Manga-Gehilfen, selbst Mangakas, die noch nicht erfolgreich sind. Und Shonen Jump sagt zum Beispiel, du willst Erfolg haben, du willst in unseren Verlag rein. Lern von dem Besten. Genau, lern von dem, arbeite da, hilf mit. Du hast dich dann bei uns integriert in der Firma. Und dann schauen wir uns deine weiteren Manuskripte an. Ja, naja, du hast auch manchmal, ich denke mal, dass von sowas dann auch teilweise ein ähnlicher Zeichenstil kommt, wie jetzt zum Beispiel von den Black Clover, das jetzt angefangen hat. Mhm. Da habe ich schon teilweise irgendwie so ein paar Parallelen gezogen zu Fairy Tail trotzdem. Ich weiß nicht, ob die mal zusammengearbeitet haben trotzdem, aber irgendwie, na, da kommt es ja manchmal vom Zeichenstil ähnlich vor. Könnte ja sein, dass sowas dann dabei rauskommt. Kann sein. Na? Viele lassen sich auch von anderen Mangas inspirieren. Ja, weil oder du so. Du kannst auch nicht von null auf nichts einfach jetzt was ganz anderes zeichnen. Du brauchst ja auch, wie gesagt, irgendwelche Ideen im Kopf, irgendwelche Vorlagen. Und das, wie kommst du an sowas? Natürlich durch andere Mangas. Was mir gerade einfällt, du hast ja gesagt, dass die Story sich mega teilweise ausgedehnt hat. Ja. Und da hattest du mir, glaube ich, gesagt, welcher Teil, 7 Samurai oder so, ist, glaube ich, zu groß geworden oder wie war das? Nee, das weiß ich gar nicht. Er hat nämlich jeden Teil im Endeffekt in die Länge ziehen müssen. Weil zum Beispiel einige Geschichten hat er in 20 bis 30 Folgen erzählt, wo er normalerweise halt nur 7 bis 8 gebraucht hätte. Ja. Und er muss es halt in die Länge ziehen, weil es halt einfach nicht anders klappt mit dem Verlag. Hm. Ja, okay. Weil ich dachte irgendwie, dass die Samurai-Geschichte irgendwie, also die... Ist mir nicht bekannt. Dass sie größer geworden ist als gedacht oder so, aber... Ist alles größer geworden. Wie gesagt, er hatte vor, dass... Das, wenn man Japaner sagen kann, ne? Er hat zum Beispiel erwähnt, glaube ich, dass Big Mom, also da, wo aktuell der Manga ist, also ich glaube, der Anime ist auch schon auf dem Weg dorthin, das hat er eigentlich geplant, dass nach 6 bis 7 Jahren spätestens kommen soll. Mhm. Es sind genau jetzt 20 bis fast 21 Jahre und dann kommt es erst. Also ich würde sagen, oder hat es doch nicht mit der Zeit, leichte Verspätung. Die Deutsche Bahn ist da sogar noch pünktlicher. Ja, und jetzt mal vom Enden her, es soll ja enden eventuell nach Verlag, also wenn die sich dann einigen, könnte es enden in vielleicht 10 Jahren, oder? Ja, so, der Verlag hat gesagt, so, dann mach mal 10 Jahre, deine 3 hören sich nicht gut an. Wenn es ganz nach dem Verlag gehen würde, würde wahrscheinlich noch 20, 30 Jahre denk laufen. Ja, denke ich auch. Wobei, ich glaube, irgendwann ist selbst mal One Piece ausgelutscht oder so, ich weiß es nicht. Bei Dragon Ball ist auch nicht. Was ist denn, wenn jetzt der Mangaka stirbt? Es gibt auch solche Fälle, gab es also bei einigen Mangas. Muss nicht mal sterben sein. Schaut dir zum Beispiel Dragon Ball an. Die haben ja jetzt neue Künstler. Weil der alte
Zeichner einfach zu alt geworden ist. Er hat keine Lust mehr darum. Ja, ja. Er hat sein Recht abgegeben. Er hat gesagt, also die haben ihn wahrscheinlich gut dafür bezahlt. Das weiß ich nicht genau. Auch, ja. Und er hat gesagt, okay, machen wir es halt so. Ihr zeichnet weiter. Es ist, glaube ich, auch der, der aktuell... Gibt der trotzdem Storyline oder irgendwas noch vor, oder? Es gibt welche, die arbeiten noch in Storylines mit. Wahrscheinlich die anderen zeichnen nur noch wahrscheinlich. Und der hat wahrscheinlich das Skript oder so. Grob eben, ja, aber die wirkliche Entscheidung... Es ist, glaube ich, auch so, dass meistens der, der das übernimmt, einer der langjährigen Assistenten von ihm ist. Also hat lange mitgearbeitet, also behält er auch den Zeichenstil bei. Und da weiß er auch, wie die Ideen sind, weil, wie gesagt, du arbeitest jeden Tag von früh bis spät mit der Person zusammen. Das heißt eigentlich nur, wenn sie schläft, sieht sie dich nicht. Wie blöd das sich halt anhört. Das ist wie bei YouTubern. Das ist wie bei YouTubern. Wenn ich mal in der YouTube-WG bin, das sieht genauso aus. Sieht ja schon so aus, wenn du hier so Besuch bist. Guten Morgen, okay, ich schneide kurz ein Video. Okay, jetzt gehen wir runter und machen Anime-Talk. Guter Plan, das hatten wir auch nicht vor. Aber so, ich muss bald nach Hause. Wir haben noch locker eine Stunde Zeit, wir können noch Videos machen. Ja, so ist das Life, der Lifestyle. Ja gut, dann würde ich mal sagen, beenden wir das Thema soweit. Ja. Und also ich fand es schon mega interessant. Und wir hoffen ja trotzdem für alle, dass One Piece weitergeht. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, der Mangaka, die arme Sau. Also ganz ehrlich, lieber beendet er es, wann es will, bevor es noch so kommt wie bei Hunter x Hunter. Wo der Mangaka einfach an Burnout leidet ohne Ende. Und deswegen wird ja auch der Manga bei denen immer wieder abgebrochen. Manche Leute warten da 3-4 Jahre auf ein Chapter. Dann freut man sich, ey, es läuft wieder weiter, er ist wieder fit, er ist wieder gesund. Es läuft irgendwie 20 Chapter lang, dann ist er wieder zusammengebrochen. Ja, na, oder Fairy Tail, da heißt es dann so, ja, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt beenden wir das Ganze einfach mal in ein paar Kapiteln und ich mache was Neues. Ich habe verstanden, warum das so ist. Bei denen ist wahrscheinlich wie bei mir der Kaffee leer. So wird es sein. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare. Schaut bei Mr. Ananas vorbei. Denkt an King Kev, der kommt auch bald wieder. Und Sayonara!